Jetzt erstmal eine Runde Tube Tribute. So, da sind wir wieder. Genau an dieser wunderschönen Stelle. Vielleicht habe ich auch jetzt gar nicht einen Cut gemacht, weil ich es vergessen habe. Passiert mir ja auch öfter. Aber wenn ich die Zeiten richtig im Auge behalte, dann schaffen wir das schon irgendwie. Immer 20 Minuten Folgen. Jetzt haben wir die dritte Folge angefangen. Ja, schön, dass ihr noch dabei seid. Nächste Woche bin ich übrigens im Urlaub. Da werden wir mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Dienstag. Was muss ich noch? Da brauche ich Dienstag eine Folge, Donnerstag eine Folge und Freitag bin ich wieder da. Also, ja, sollte drin sein. Wenn wir hiermit, wann fangen wir hiermit an? Ja, ich würde einfach sagen, wir fangen ja mit dem ganzen Kram. Haben wir jetzt Samstag angefangen, dann haben wir genug Folgen. Mit dieser hier dann. Also, heute ist Donnerstag. Schön, dass ihr dabei seid. Steinfälle, ja. Ich mache hier kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, sobald der Ladebildschirm vorbei ist, natürlich. Und da sind wir auch schon wieder. Ha, in dem Moment, wie ich das beendet habe. So, dann geht's jetzt weiter. Kommt her. Wir müssen rein. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Ich bin an einem Ort voll brennender Asche und heißem Wind. Ich höre den Klang einer entfernten Schlacht. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Jawohl, Meister, wie lange war ich wohl lustlos? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ja, easy. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Das ist schön. Was soll ich jetzt tun? Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris, ihr mutiges Opfer, zu vergelten. Jawohl, Meister. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bahls überlassen. Wann werde ich euch wiedersehen? Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Quest abschließen. Seid auf der Hut, Entseelter. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Bahl legt sich über ganz Tamriel. Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Wohin soll ich denn gehen? Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Jo, okay. Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustellen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr. Helft ihnen, wenn ihr könnt. Und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Wie finde ich denn die Menschen? Ich weiß nur, dass ihr an einem kalten Strand auf einer entlegenen Insel angespült wurde. Was der Typ alles weiß? Man hat euch seitdem in eine größere Stadt gebracht. Macht euch zu den Docks der Stadt auf. Dort werdet ihr jemanden finden, der die Insel kennt, von der ihr gekommen seid. Und der auch weiß, wie ihr dorthin zurückkommt. Okay, haut da rein. Ja, können wir hier noch ein bisschen gucken, ein bisschen was zu trinken mitnehmen. Man wäre ja nicht ganz ohne Getränke. Erstmal da, der uns geholfen hat, erstmal ein bisschen bestehlen. Das ist immer gut. So, der Prophet, mit dem will ich eigentlich nicht mehr quatschen. Was haben wir hier denn noch so? Kommode, das ist gut. Knochen, alles klar. Oh, ein Bett. Können wir aber nicht drin schlafen. Truhe. Rohlederwams, alles klar. So. Ich will ja nichts sagen, aber so können wir nicht rumlaufen. Und zwar brauchen wir jetzt mal keinen Helm mehr. So. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Davons Wacht. Ja, also schlecht ist es nicht, ne? Das muss man ja schon mal ganz ehrlich sagen, dass das echt gut aussieht, so. So, jetzt werden wir mal eine Runde wandern gehen. Ja, super, jetzt rennen hier schon welche mit Pferde rum. Größe. Aber 16. Alles klar. Wir brauchen einen Vorteil in diesem Kampf. Was bist du, mein Freund? Ich bin Holgon,
Der Kommandant der Nord hier in Davons Wacht. Meine Leute sind das Rückgrat und der starke Arm des Ebenherzpakts. Ich habe viel... Davons Wacht wird vom Bündnis angegriffen. Diese Teufel haben den nördlichen Bezirk bombardiert. Jetzt sind sie an Land und bereiten sich auf den Angriff vor. Ich brauche jede starke Hand für die bevorstehende Schlacht. Dann werdet ihr dort sein, wo ihr gebraucht werdet. Großmeister Tanval Induril befindet sich im Moment in einem Anwesen im Norden der Stadt. Er hat einen klugen Plan, aber er benötigt Hilfe. Folgt mir oder trefft mich dort. Eure Entscheidung. Ausgezeichnet. Auf. Gehen wir weiter. Wahrscheinlich ist es jetzt irgend so eine Quest, die für Level, weiß ich nicht, irgendwas ist. Das Bündnis bombardiert die Stadt seit Tagen. Wenn Davons Wacht fällt, ist ganz Steinfälle in Gefahr. Steinfälle ist ja auch ein super Name. Ich kam, um mit meinem alten Kameraden Tanval zu kämpfen. Ja, gut. Der arme Hund starb nicht einmal den Tod eines Soldaten. Was bist du? Kann ich dich sammeln? Schade, aber... Krass. Echt? Ich find's krass. Krass cool. Was bist du? Auch noch ein Drache. Babydrache. Arme, was auch immer das ist. Wir sind da. Ja, dann geh mal vor. Das mit der Hand finde ich cool. Dieses Tür aufstoßen, das ist so... Ja, doch. Holgun sagte, ihr seid zuverlässig. Ja, natürlich. Ich vertraue seinen Instinkten. Das ist ich gut weiß, so. Es gibt viel zu tun. Holgun! Holgun hat mir von der Belagerung erzählt. Wie kann ich behilflich sein, Meister? Das bedrängt uns wie ein Nixhund bei der Hatz. Was ist ein Nixhund? Was ist der Hatz? Ich schon gut wie Ihnen. Aber da irren Sie sich. Sie sind alle totgeweiht, bis auf den letzten Mann. Oh, wie lautet der Plan? Ihr seid der Plan. Unter der Stadt gibt es ein Relikt, das von Geistern meiner Ahnen bewacht wird. Ja, dann geh du hin. Der Kampf gegen sie ein Frevel. Doch ihr seid nicht vom Hause Induril. Ihr kommt durch die Grabmäler auf der anderen Seite des Platzes hinein. Bringt das Relikt zu mir. Was kannst du mir darüber erzählen? Bringen müsst. Ich habe versucht, meine Ahnen davon zu überzeugen, aber sie begreifen die Gefahr nicht, in der wir schweben. Ihr müsst dort erfolgreich sein, wo ich gescheitert bin. Na dann. Normalerweise ist das ein Kündigungsgrund, mein Freund. Gehen wir mal. So, Route raus tief. Wir gehen einfach mal da rein. Rudrasa, die Krypta des Hauses Induril. Die Krypta des Hauses Induril. Ja. Ein Begräbniskrypta der adligen Familie Induril, eines des Fürstenhäusers des Dunkelelfen vom Morrowind. Man sagt, in unruhigen Zeiten regten sich die Toten der Haus Dunmer in ihren Grüften und missbilligten jeden Eindringling. Ja, ich mache hier kurz einen Cut und wir warten den Ladebildschirm ab. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Grafikfehler des Todes. So. Ja, da sind wir wieder. Ich würde es einfach mal vorschlagen, ich gehe los und dann werden wir hier mal ein bisschen fröhlich schlachten. Okay. Ein bisschen stört mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass man nicht ganz so viele Sachen looten kann. Der ist Level 8, das ist irgendwie spricht nicht für mich. So, jetzt gucken wir mal hier. Doch, da ging irgendwas mitzunehmen. Getränk. Es ist schon böse, dass ich hier einfach mich bediene, ne? Aber, hey. Wir wollen ja irgendwie Geld machen. Ja, ein Händler wäre natürlich noch gut, wenn wir den noch finden. Demnächst, dann können wir ein bisschen was verkaufen und ein bisschen Geld machen. Ach, holt den Schädel von Nam Induril. Alles klar, ja. Machen wir sofort. So, was ist das denn hübsches? Das sieht aus wie eine Ebenherzrüstung. Super, und ich darf sie nicht mitnehmen. Also, weil ich denke mal, bei Skyrim ist dieses Ebenerz eins der besten und wertvollsten Rüstungsmöglichkeiten, die es gibt. Ja, wir rennen einfach mal hinter ihm her. Warum mit er eigentlich jetzt einen komischen Helm und ich nicht? Level 4. Also irgendwas muss ich falsch gemacht haben, dass ich hier noch mit dieser alten Rüstung umrenne. Oder derjenige hat sich das gekauft. So, ja, ich hole mir jetzt einfach mal den Schädel von Induril. Nam Induril. Tot!
Ihr werdet uns alle vernichten. Ja, super. Ich bin hier irgendwas Level 3 und bin eigentlich, tot. Gut. Wieder bei dem hier. Und dann lebt er wieder komplett. Aha. Die Wiederbelebung an der... Ach, verdammt! Idiot. Ja, super. Erstmal direkt einmal gescheitert. Ist aber, glaube ich, nicht ganz so Sinn der Übung. Ihr werdet uns alle vernichten. Ich darf das noch nicht mitnehmen. Wow! Ja, nee, ist klar. Boah, Alter, fuck. Nein! Ja, ist klar! Meine Ausrüstung wurde beschädigt. Wegschreien natürlich. Das klingt ja gar nicht gut, dass meine Ausrüstung beschädigt wurde. Okay, F reparieren. Was brauche ich denn? Ihr habt keine Reparaturen. Ja, gut, würde ich jetzt mal damit sagen. Das ist alle Level 4 und wir sind Level 3. Das liegt sicherlich daran. Ja, deshalb würde ich sagen, wir gehen erstmal hier raus. Und suchen uns eine Quest, die ich auch spielen kann. Und zwar gehen wir jetzt zum Meer da an diesem Fluss. Und dann gehen wir später einfach nochmal da zurück. Wo habe ich das denn zuletzt gespielt? Ach ja, Marvel. Wie heißen die denn? Hier mit Batman, Superman. Jedenfalls, da gibt es ja auch ein Online-Spiel. Und das habe ich damals mit Puff gespielt, aber der war schon irgendwie Level, weiß ich nicht, 80 oder so. Und da macht das natürlich alles. Der Grafikfehler, der kotzt mir ja schon irgendwie hammerhart an. Und ich glaube, wir machen jetzt mal die Karte auf. Und gehen dann zum Fluss. So, die Dogs. Gasthaus. Darwins Unterschlupf, Marktviertel. Achso, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir hier irgendwie... Gut. Gesetztes Ziel, wir gehen jetzt einfach mal zum Unterschlupf. Also nicht zum Unterschlupf, sondern zum Hafen und nehmen das als allererste Quest. Ja, das werden wir höchstwahrscheinlich nicht überleben. Aber hier ist eine Treppe. Ja gut, Level 20 habe ich gesagt. 12, 14... When did I do that? So, jetzt sind wir am Hafen. Was? Was? Oh, Ursprung der Magie, ey. Magier geht er. Einschließen. Was haben wir hier noch? Handschuh. Zack, meine. Achso, das ist stehen. Das ist schon ziemlich ausgeschmückt. Also ist wahrscheinlich sehr stark. Ja, wir sind jetzt am Hafen und wir suchen jetzt eigentlich die Person, die mir sagen kann, von wo ich eigentlich stamme. Berührt Kehle, Zwerg. Alles klar. Boah, Handschuhe können wir mal anziehen. Also die Jutehandschuhe, das sind ja die, ne? Zack. Schön. Aha. Und wir lernen auch langsam ein paar Tasten kennen. Okay. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Nö, sicher möchte ich zu sein nicht. Kapitän. Jemals zu den Quatsch nochmal an. Hallo, mein Freund. Seid gegrüßt. Ja,
Ja, ich würde gerne mit euch reden. Rezept. Was haben wir hier so? Tavernenwürfel. Was haben wir denn hier so? Bücherregal suchen, alles klar. Korbinhalt. Aha, ohne Lena Schulterklappen. Mal gucken, was er sagt. Seid ihr dabei auf, wenn oder ein Kopf, die Waffen mehr in euer wenn wir den nicht finden. Wenn bei einem Healer eine gesetzlose Unterschrift bedeutet, wird zwar nicht ganz viel, aber vielleicht. Ist klar. Schreibtisch ist leer. Na gut. Dum, 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 dum. Schade aber auch. Mails are forbidden, alles klar. Ja, ist wahrscheinlich auch interessant. Ja, Online-Spiele werden ja oftmals nur von Frauen gespielt, hört man ja irgendwie. Ja, hi. Ich hätte jetzt eigentlich irgendwie gehofft, mit dir... Ja, laber nicht so viel. Grüße. Zum Gruße. Ja, zum Gruße, bla bla bla. Ich will eigentlich raus hier, aber es scheint so, als ob ich nicht dazu komme. Weil es hier niemanden gibt, der mit mir reden kann. Ihr geht auch in diese Höhle? Entlang. Ja, lebt wohl. Alles klar. Da ist eine Höhle, da könnten wir reintreten, aber das will ich ja gar nicht. Oh. Was wollt ihr? Ja, was ich will, ist, muss ich gern wissen, wo ich hier hin muss. Krenwald, ihr holt den Schädel von Ulnri. So, Quests. Legende, Spieler, Filter, Orte, Religionen. Doc, Karawane, Eichemist, Gesetzlosenunterschlupf, Werder. Gruppe, also ist die Karte ja, aber wirklich was bringen tut mir die leider nicht. Na gut, wir machen hier erstmal einen Cut und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst wieder in 2 Tagen. Bis dahin und ciao, euer Taze. Und das war Tube Tribute, bis zum nächsten Mal.